Ja, hallo, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Professor Dr. Jetpack. Und wie ihr sehen könnt, bin ich ja bis zum Level 11 gekommen in der letzten Folge und jetzt kann ich mich entscheiden, da runter zu gehen. Ja, warum bin ich jetzt überhaupt nochmal hier? Ich hatte ja gesagt, ich weiß nicht, ob ich das nochmal spiele. Aber es ist ja eine Demo, ja, da geht die Mucke schon wieder ab hier, Vollgas in meinem Hirn. Ja, aber ich möchte aber auch für euch wissen, was kommt da hinten und schaffe ich das überhaupt? Und was vor allem bedeutet diese minus 7? Das kann ich mir irgendwie gar nicht erklären. Ne? Nun ja, was habe ich noch getan? Ich habe offline ein bisschen Schindluder getrieben. Ich gehe mal hier rein in dieses Level, wo wir schon waren. Das habe ich ja schon abgeschlossen und habe mich ja da so ein bisschen aufgeregt, dass ich so langsam bin und so schlecht und überhaupt. Ne? Und da war ja, glaube ich, der Tulip. Der war ja mein Endgegner oder Tulip oder Tulip. Ja, und wenn ich jetzt nicht auf Starten gehe, es dann gleich wieder direkt beende, dann kann ich euch was zeigen. Ich habe in den Ranglisten den X-Ray überall nach vorne gepusht, bis zum 10. Level. Und jetzt kommt, also nicht Tulip, Tulip, Mensch, ich Idiot. Sorry für die falsche Aussprache, Tulip, du warst mein Endgegner, der Erste. Aber auch Steam002 und Immanuel Goldstein, ihr seid alle. Und mein neuer Endgegner ist übrigens CK hier, der ist hier auf dem 6. Platz. Der ist im Level 11 sowas von gut, da komme ich nicht ran. Aber in fast all, ich glaube, bis zum 10. Level habe ich überall die Pole Position eingenommen. Und jetzt ist die Challenge für euch, die das Spiel schon mal gespielt haben und das vielleicht sehen. Überbietet den X-Ray, macht ihn fertig. Spielt ihn in Grund und Boden in der Geschwindigkeit. Jetzt können wir auch nochmal schauen. Wir gehen nochmal ins Level. Wir können ja hier zurückgehen. Optionen, glaube ich. Nee, Menü. Wir gehen mal ins Level 2, da müsste ich auch noch Erster sein. Mal gucken, vielleicht hat es auch schon wieder jemand gespielt. Wir kontrollieren das erstmal schnell. Die Mucke. So, Rangliste. Ja, ja, da bin ich auch noch Erster. Ja, 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 ja. Wieder ins Menü, Level 3. Wir schauen mal, starten. Welche Rangliste hat da der X-Ray? Ja, auch den Ersten. Ja, Tulip, da bist du ganz nah dran. Da musst du nochmal Gas geben. Und der Immanuel Goldstein und Steam002 und CK. Das ist so hier das Level hier oben. Ja, ihr werdet mich einholen, das weiß ich. Aber das wäre cool. Schreibt es mir dann in die Kommentare, wenn ihr es geschafft habt. Dann gucke ich wieder rein. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt gehen wir nochmal. Jetzt sind wir Level 3, war das hier. Jetzt gucken wir weiter. Menü, Level 4, ob ich es auch noch bin. Wir gehen es mal alle schnell durch, damit ihr es auch sehen könnt. Stand jetzt gerade aktuell, ne? So, wo bin ich da? Wurde ich da schon überholt? Ich wurde schon vom Herrn Goldstein wieder überholt. Ja, da ist doch schon die Kampfansage da. Ich fasse es nicht. Wie gut ist das denn? Ja, das... Okay, im Level 4 bin ich schon wieder überholt worden. Das ist doch schön. Level 4 muss ich mir vormerken. Muss ich nochmal ran. Level 5? Wie sieht's denn da aus? Hat er mich da auch schon überholt wieder? Lass uns mal gucken. Ah, da bin ich immer noch Erster. Also Tulip wieder Zweiter. Also Level 4 wurde ich auf jeden Fall schon wieder gecrashed. Level 6, wie sieht's da aus? Ja, 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 das ist jetzt ein bisschen nervig mit der Musik, ich weiß. Ja, Level 6 bin ich auch noch Erster. Das ist der Yoshi, Zweiter. CK, Dritter. Ja, Level 7. Ja, komm, dem Ziel näher. Level 7, auf geht's. Komm, zeigen, schneller. Wir müssen schneller durch, damit ich weiterspielen kann. Level 7, auch der X-Ray Erster. Ja, 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 Level 4. Ist bis jetzt Level 4 wurde ich wieder gecrashed. Okay. So, schauen wir mal. Level 8, wie sieht's da aus? Auch noch Erster. Okay, Level 9. Wie sieht's da aus? Ja, auch noch Erster. Okay. Und jetzt kommt noch Level 10. Beim Level 11 habe ich es nur durchgespielt. Da habe ich dann nicht mehr auf die Zeit geachtet. Und die habe ich auch, glaube ich, nicht verbessern können. Bin ich, glaube nur Zweiter, weil da ist CK mein Endgegner. Da komme ich gerade nicht vorbei an ihm. Ja, und das ist echt funny. Das macht echt Spaß. Da bin ich auch noch Erster. Also ihr müsst mich schlagen. In Level 4 bin ich schon geschlagen worden, aber in allen anderen bis Level 10 auf jeden Fall. Und Level 11 könnt ihr schauen. Da habe ich nur den zweiten Platz geschafft und da habe ich es auch ein bisschen probiert und dann habe ich dann aufgegeben erstmal. Vielleicht mal nach dem Kaffee oder so. Da ist nämlich CK mein Endgegner und ich komme noch auf 06, auf 6 Sekunden und 90 und er hat 6 Sekunden und 35 und ich habe keine Ahnung, wie er das geschafft hat, aber ist egal. Wir probieren jetzt eins. Ich werde jetzt einmalig versuchen, das Level 4 oder 3 Versuche gebe ich mir fürs Level 4, um da schneller anzukommen. Mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war da hoch. Auf geht's!
Hab ich das geschafft? Bin ich Level 4 wieder? 5, 3, 30. Was haben wir da? Verdammt. Aber ich bin näher rangekommen. Nee, ich war sogar besser mit 5,29 vorher. Mist. Mr. Goldstein, wie hast du das hingekriegt? Also noch 2 Versuche habe ich. So, hab ich ihn geschafft. Komm. 5,12. Was ist denn das jetzt? Das gibt's nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Eine Hundertstel Sekunde ist der schneller als ich gewesen. Oh, Immanuel Goldstein. Der neue Endgegner hier. Und CK. Einen Versuch habe ich noch, aber ich bin gut. Komm. Ich glaube, das wird nichts. Nein. No. Okay. Alles andere werde ich jetzt offline versuchen. Okay, ich gebe mich geschlagen in diesem Level an Immanuel Goldstein. Feier mich aus in den Kommentaren, wenn du magst. Wenn du es gesehen hast, kannst du gerne tun, wenn du da überhaupt auf mein Video kommst. Aber ist egal. Nochmal machen wir jetzt nicht. Wir gehen zurück ins Menü und spielen jetzt einfach mal normal weiter. Was kann ich denn hier machen? Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich komme hier gar nicht runter, oder? Weil es sieht aus wie so ein Secret-Level. Schaut mal. Normal ist ja der Weg hier weiter, ne? Nach rechts. Wir probieren mal hier auf dieses Secret-Level zu gehen. Mal gucken, was da passiert. Oh, ich kann da rein. Verstecktes Level. Level abgeschlossen. 0. Nimm keinen Schaden. Schneller als 14 Sekunden. Ja, dann lass uns mal fliegen. Erstmal alles sammeln wieder hier. Ach, kein Schaden nehmen. Ja, danke. Ah, da sind Sachen versteckt. Nein. Ich glaube, wir sterben jetzt. Ja, wir müssen da runter erstmal. Nochmal. Was ist das denn? Oh, was? Oh, nein. Ich will das Gold haben. Das ist ja mega schwer. Wir brennen schon. Aber wie soll ich denn das schaffen mit dem versteckten Level? Vor allem, mir geht ja da der Sprit voll total aus. Wir müssen ja nur darüber kommen, so wie es aussieht. Da oben ist auch noch was. Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen das zweimal machen. Ich fliege jetzt erstmal da hoch. Weil da hinten ist was versteckt. Ja, naja, hör auf zu schreien. Das haben wir wenigstens geschafft, aber zwar mit Schaden zu nehmen, aber wir haben den Helm bekommen. Super. Neuer Gegenstand gefunden. Was? Abgasspur, Auspuff, red. Ich habe einen roten Auspuff jetzt. Na toll, das hat sich ja echt gelohnt. Okay, nochmal. Das ist also ein Bonuslevel demnach. Wir müssen ein bisschen mit dem Sprit aufpassen. Okay, das ging jetzt nur auf... Also Geschwindigkeit 14 Sekunden schneller haben wir nicht geschafft. Aber wir haben 190 Goldstücke eingesammelt. Das ist zum Grinden ein super Level. Das müsst ihr euch merken. Also nochmal... Jetzt auf Schnelligkeit. Wie dumm bin ich eigentlich? Ich hätte hochfliegen müssen. Oh Mann, nochmal. Okay, ich sehe schon, ich habe es geschafft unter 14 Sekunden, aber das wird nicht für Platz 1 reichen. Das war nicht schnell genug. Platz 3, Steam. Aber gar nicht so weit entfernt. Vielleicht geht's ja noch besser. Das machen wir aber nicht jetzt. Das werde ich später versuchen. Wir machen jetzt weiter. Das nächste Level. Nochmal will ich jetzt nicht. Wie komme ich zurück zum Menü? Wir gehen jetzt weiter aufs Level 12. Dass wir hier vorwärts kommen auf den Endgegner zu. Sammle Münzen, also 14. Nimm keinen Schaden und schneller als 15 Sekunden. Naja. Ui. Fallen auch noch Dinger runter von oben. Ihr spinnt ja wohl. Erstmal ohne Schaden. Oh, du bist so dumm. Also die Münzen haben wir gesammelt und wir sind auch nicht schneller gewesen als 15 Sekunden. Also nochmal. Also die grünen Haken möchte ich schon alle haben, ne? Du bist so blöd. Der ist doch dumm, echt. Jetzt war das so ein guter Flug. Stör.
Sterb einfach, los. Du sollst platzen, sollst du. Ach, bumm, Junge. Mann, verdammter Mist. Nochmal. Was hatten wir jetzt eigentlich? Die Zeit hatten wir nicht und alle Münzen habe ich auch nicht gesammelt gehabt, oder was? Nee, nimm keinen Schaden, war das Problem. So, jetzt aber. Das müsste doch gereicht haben für alle vier. Jawohl. Also, wir haben auch noch den Helm, den muss ich noch ausrüsten. Auf welchem Platz sind wir hier? Ja, vier. Bin ich zufrieden erstmal am Anfang. Okay. Wir gehen mal ins Menü. Wir gucken mal, was wir mit dem Helm machen können. Ja, was war denn jetzt? Der Dschungel? Die Mine? Da kommt ja noch richtig was hier. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Der Kern. Ach, du grüne Leute. Guck mal da hin. Ist das alles in der Demo spielbar? Das wäre ja heftig. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Natürlich müssen wir erstmal durch die Mine kommen. Aber ich möchte jetzt erstmal hier gucken, was ich mit dem Helm treiben kann. Wo ist denn der? Habe ich den jetzt auf? Da hinten? Da ist was dazugekommen. Verändert das Aussehen der Abgasspur, hat keinen Einfluss auf. Alles klar, das war jetzt einfach nur so ein Goodie. Das bringt uns ja nicht wirklich was. Warte mal, was ist denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Ah, was ist das? Eine Energiebarriere? Fürchte dich nicht, mein Freund. Ich habe genau die Lösung. Eine Lösung? Ich hoffe, die ist besser als Kollisionen vermeiden. Ja, das war ja die vorher. Ja, in der Tat, das ist sie. Ich werde dein Jetpack mit einer Dash-Funktion aufrüsten. Ach du grüne Neune, jetzt geht das auch noch los. Jetzt wird es ja echt immer schwerer. Das war so schön easy gerade. Ich brauche mal einen Schluck Kaffee. Verdammt. Das war so schön ruhig jetzt. Jetzt muss ich auch rumdashen. Sie wird es dir ermöglichen, durch diese Barriere zu kommen, als wäre sie bloß Nebel. Ja, ich bin gespannt. Dash-Funktion klingt... Ah, scheiße. Entschuldigung. Klingt fast wie irgendwas, was nicht gut ist, hat er gemeint wahrscheinlich. Ganz genau. Das Leben ist ein großes Spiel und wir sind die Spieler. Jetzt kurz mal stillhalten. Jetzt hat er mir eine Dash-Funktion da rein mit A. Ah, ich und mein PS5-Controller. Was ist denn hier? A. Ah. Alles klar, das war der Das hätte ich vielleicht später machen sollen. Okay, nochmal. Ah, das war die falsche Richtung. Geht das immer? Also okay, das habe ich jetzt noch nicht raus. Wie soll das denn gehen? Alles klar, so geht das. Oh Leute, das wird ja echt schwer. Da musst du richtig weit oben ranfliegen an den Spaß. So ein Mist. Es wird echt hart. Es wird hart. Ah, okay. Alles klar. Jetzt so langsam habe ich es verstanden. So, alle Münzen holen. Und nicht verletzen dabei. Ich will alle Münzen. Gib mir die Münzen her. Ja, mein Chatpick ist fast alle. Das klingt schon rot. Okay, das war jetzt nicht super schnell, aber ist egal. Sammle alle Münzen. Wieso? Ich habe doch alle Münzen eingesammelt. Schneller als 11 Sekunden. Dir geht's wohl nicht gut. Wo war denn da eine Münze, die ich vergessen habe? Ich habe doch alle Münzen. Nein, da hinten. Jetzt aber schneller als 11 Sekunden war ich schon mal. Das ist ja schon mal gut. Auf welchem Platz sind wir da? Oh, da bin ich aber wieder schlecht. Leute. Da geht's wieder los. Ist mir egal. Das ist Herausforderung für mich offline, dass ich da mal dran gehe. Aber wir sind schon wieder im nächsten Level. Nee, das wollte ich nicht. Nein, mein Freund. Wir holen da alle Münzen. Also das machen wir schon. Nicht auf... Was? Aufgaben? Menü. Level 13. Also die Sterne versuche ich schon alle zu kriegen. Das wenigstens. Jetzt weiß ich auch, wo die war. So, jetzt haben wir wenigstens auch alle Sterne geholt. Also, das war mir schon wichtig. Geschwindigkeit ist jetzt erstmal Bums. Ist mir jetzt erstmal egal. Weiter. Level 14. Nimm keinen Schaden. Sammle alle Münzen. Schneller als 11 Sekunden. Starten. Ja, da kann ich ja...
Ja, das wollte ich gerade sagen. Da werde ich nicht durchdashen können. Das sieht aus wie ein Laserstrahl. Hat er mir überhaupt nichts gesagt davon? Der Albert, der Drecksack. Wie es ihn zu Asche verarbeitet hat. Verdammter Mist. Jetzt geht's los hier. Jetzt wird's schwierig. Mit einem Schlag aber so richtig. Nein! Oh Mann! Zappen! Es geht ja eigentlich nur von links nach rechts. Was anderes macht's doch nicht. Fängt immer wieder links nach rechts an. Wenn's hinten aufhört, bin ich vorne tot. Also nochmal. Ja, ich lass die mal da oben. Das ist mir ein bisschen zu heiß. Also das wird echt schwer. Nimm keinen Schaden. Ja, das habe ich geschafft. Aber sammle alle Münzen habe ich nicht gepackt. Was gibt's da für Wahnsinnige bei euch hier? Ja, Lego Mio, ne? Der Zulieb ist aus. 16er ist hinter mir. Hat dann auch die Schnauze voll gehabt. Wahrscheinlich schon. Mein Endgegner. Oh, ey, Lego Mio, ist das mies. Oh nein. Ey, das, ich will hier alle Münzen haben. Das will ich schon. Schnell weg da. Schnell weg. Da geht es jetzt nicht um Geschwindigkeit. Bleib stehen, Junge. Geschwindigkeit 11 Sekunden. Echt jetzt? Schneller als 11 Sekunden. Also jetzt brauchen wir die Münzen nicht mehr sammeln. Jetzt müssen wir bloß schneller als 11 Sekunden da durchkommen. Das ist ja hart. Wie stellt er sich denn das vor, der Albert? Oh, das war auch knapp jetzt. Lego Mio war das knapp. Na, fällt da hin, der Trottel. Oh, warum denn? Sterb, Junge, echt. Mann, Junge, sollst platzen. Das war er so gut da durch, der Trottel. Na komm, einmal noch. Ey, das waren jetzt unter 11 Sekunden, bitte. War knapp, aber es hat geklappt. Wo sind wir da? Auf Platz 7? Alles klar, 7 ist Glückszahl. Der CK, ich sag ja, der CK ist mein neuer Endgegner hier. Aber es werden mehr kommen, das weiß ich, wenn ihr das gesehen habt. Ja, weiter. Level 15, sammle alle Münzen 20, nimm keinen Schaden, schneller als 14 Sekunden. Eieiei, schon wieder Laser? Ey, echt jetzt? Ja, das hätte man sich mal sparen können. Wie der immer schreit. Einmal an, einmal aus. Einmal an, jetzt geht er aus. Oh. Der hat mich gar nicht getötet. Ich bin doch durchgeflogen. An, aus. Der hat mich ein bisschen nur erwischt. Ich bin trotzdem gestorben, verdammt. Ich muss gleich losfliegen, ich glaube. Ja, aus! Oh, nimm keinen Schaden. Ihr habt einen Schaden von dem Spiel. Ich brauch Tank. Ich brauch mehr Tank. Nein! Oh, ist das doch dreckig mies, das Spiel. Das gibt's doch nicht. Kann ich eigentlich schon irgendwas wieder verbessern? Erstmal sollte man einfach nur durchkommen. Das ist, glaube ich, die Hauptsache jetzt hier. Und diese Bonusmünzen da hinten holen, das ist schon schwer genug. Alles klar, wir müssen hier hin. Das kann nicht wahr sein. Ich habe hier gar nichts geschafft. Aber ich könnte wohl weitergehen, ne? So wie es aussieht, nimm keinen Schaden. Ja, also echt jetzt? Also durchgefallen, oder wie? 1580, Platz 12. Nochmal, das gibt's ja nicht. Das Problem ist hier drüben. Da geht's ja schon los. Du musst ja hier bremsen. Ernsthaft? Gepfählt von oben. Oh, dieses Spiel, das ist so mies. Oh, ey. Das gibt's doch nicht. Ich habe keine Ahnung, wann ich da timingmäßig hier starten soll. Wahrscheinlich, wenn der loslegt hier. Genau. Sobald dieses Ding loslegt, müssen wir starten. Oh, und schon wieder Schaden genommen.
Der geht mir auf den Zeiger. Wie soll ich denn das schaffen? Und in der Zeit schon mal gar nicht. Ja, das haben wir mal bei Münzen. Hier muss ich schon bessern, glaube ich. Das gibt's ja nicht. Die Münzen kriege ich ja wenigstens. Also das wird jetzt echt hart hier. Das ist echt hart an der Grenze, das Level. Also hier müsst ihr anfangen, wenn das Ding anfängt zu... Ja. Ey, leck mich doch echt. Ja. Mann, oh, das kann doch nicht dein Ernst sein, Spiel. Echt. Los, leg los da drüben. Einmal ohne Schaden, bitte. Jetzt will ich seinen Grünhagenkrieg heute. Ja, jetzt haben wir wenigstens ohne Schaden geschaffen. Mann, 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 nee. Und können wir jetzt was kaufen schon wieder bei uns? Lass uns mal ins Menü gucken, kann ich mich irgendwo bessern? Was kostet das alles? 240? Ich hab doch, das kann ich doch eigentlich kaufen. Warum geht das nicht? Warum kann ich nicht mehr Benzin kaufen? Weil ich wahrscheinlich noch nicht die Anzüge habe dafür. So ein Mist. Ich kann mich gar nicht mehr weiter verbessern. Ich irgendwas kaufen noch hier, um besser zu werden? Hm, sieht nicht so aus. Mehr Gegenstände freischaltbar in der Vollversion. Ja, danke. Die auch, das gleiche. Ja, aber die 120, da möchte ich doch gerne wenigstens den Helm. Warum kann ich da nicht? Ist gesperrt, das ist doch gemein. Da beißt du dir jetzt ja halt die Zähne aus hier jetzt, wahrscheinlich, ne? Also, oh, ich bin wieder am Anfang. Da wollte ich nicht hin. 15, Level 15. Also da scheitert es schon bei mir. Jetzt mal versuchen wir mal alle Dinger zu holen. Ja, das war schon zu spät. Ja, na komm, sterb einfach schnell. Komm schon, alle Münzen wenigstens noch. Ja, jetzt haben wir das auch geschafft mit allen Münzen. Jetzt geht es eigentlich nur noch um Schnelligkeit, um in 14 Sekunden das zu schaffen. Also bitte. Komm schon, gib Gas da drüben, Mensch. Du bist so eine lahme Socke. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du bist so langsam. Verdammt. So ein Lama. Schneller. Los, bleib stehen. Oh, zum Glück. Aber knapp, ey. Das war jetzt 13,98 oder sowas. Naja. CK, guck dir den an, 13,13. Das ist ein Monster, der CK. Wir gehen weiter. So, Level 16, sammle keinen Treibstoff ein. Keinen. Dann trinke ich jetzt einen Schluck Kaffee, wenn ich das nicht darf. Was soll denn das für einen Sinn machen? Kein Treibstoff, nimm keinen Schaden, schneller als 15 Sekunden. Ich soll keinen Treibstoff einsammeln? Wir müssen erstmal das Level erkunden, erstmal angucken, wie sie aussieht. Das ist ja mies. Oh, ist das mies. Wer lässt sich solche Level einfallen bei euch? Hä? Wer ist denn das hier von euch? Oh, ey, da musst du ja ganz genau irgendwie und überhaupt. So ein Mist. Nochmal. Ich will zu dem Endboss kommen. Das ist mein Hauptziel hier. Sammle keinen Treibstoff ein. Oh, echt jetzt? Jetzt war ich da drüben, Junge. Das kann doch nicht sein. Da kommt diese Drecksmine und bringt mich voll raus. Nochmal. Aber so grob habe ich es jetzt rausgehabt. War nicht schlecht. Kein Treibstoff sammeln. Oh, immer diese Scheiße, diese Kackecke da. Ja, schneller als 15 Sekunden auch noch. Ihr seid ja wahnsinnig.
Hat er was gesagt gehabt von sammle alle? Alle Münzen rein? Habe ich jetzt alle Münzen gesammelt? Da hinten war noch was versteckt. Ich glaube, diese komische Hose oder was das war. Habt ihr das gesehen? Da müssen wir nochmal rein. Jetzt konzentrieren wir uns mal nur auf das hinter der Mine da. Oder auch nicht. Oh Mann, das ist doch echt. So, jetzt können wir auch Treibstoff einsammeln. Ich glaube, den brauche ich jetzt dafür. Verletzungen sind mir scheißegal, ich brauch den Stoff. Ich will wissen, dass das da oben ist. Eine Hose, oder? Ich glaube, wir haben irgendeine Hose eingesammelt. Ja, gefunden, neues Teil. Rüstung, Hose, Protect Sam 500, 2 von 3. Alles klar, weiter. Das war schneller als 15 Sekunden, das probiere ich jetzt auch noch. Nur ganz kurz drankommen an das rote Zeug und du bist hin, ey. Gibt's doch nicht. Aber es ist der Hammer, echt. Nochmal. Hast du eine Kackarbeit? Oh, was heißt Kackarbeit? Hast du einen Arbeitstag hinter dir, gell? Und denkst so, naja, mal ein bisschen spielen. Du bist doch so blöd, echt, Mann. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie sollst du denn das schaffen in unter 15 Sekunden? Die sind doch ganz sauber. Also, ihr könnt gerne die Tote mitzählen und mir in die Kommentare schreiben, die ich hier sterbe. Ja, das ist schon vorbei. Ach, leck mich doch. Komm, spreng dich an der Mine. Tu mir einen Gefallen und explodiere einfach an dieser kacken Mine. Das ist doch nervig. Das gibt's doch nicht. Ey, du musst ja hier alles perfekt machen. Bleibt er mit seiner Locke hängen? Ich glaub's nicht, jetzt ist er mit seiner Kacklocke hängen geblieben. Ey, so ein Trottel. Ach, das Ding, ich habe jetzt gehört, wie der Treibstoff alle gegangen ist. Das hab ich gehört. Hat's richtig gerumpelt. Also nochmal. Solange hänge ich mir ja nicht mehr auf, dann ist es eben so, dann habe ich eben auch mal was nicht geschafft. Also ich weiß nicht, wie man hier unter 15 Sekunden bleiben soll. Also das ist mir jetzt... Ich konzentriere mich ja schon nur auf die Zeit. Das ist echt hart. So schon mal nicht. Also komm, abwärts. Kann man Kopfüber fliegen? Nee, kann man nicht. Wie sie ihn aber auch ermittelt immer. Komm, das war jetzt ein super Flug da durch. Jetzt kommt noch die scheiß Mine, der ich ausweichen muss. Bleib stehen und mach das jetzt unter 15. Oh, danke. Geht ja doch. Aber es ist echt brutal schwer. Oh, ich bin Erster sogar. Das war der perfekte Flug. Das war der perfekte Flug. CK, 8. Du bist herausgefordert. Mach's besser. So, weiter. Level 17. Sammle keinen Treibstoff ein. Nimm keinen Schaden. Schneller als 15 Sekunden. Das ist wieder so ein ekliges Ding. Jetzt muss ich wahrscheinlich noch dashen oder was? Was? Das ist höchst verwirrend. Die Dichte dieser Fallen ist anders als alles, was ich erwartet hätte. Ja, danke. Was sie nicht sagen. Dieser Ort ist ein Labyrinth des Todes. Es ist fast so, als ob... Nein, das kann nicht sein. Was? Was kann ich sein? Eine meiner Erfindungen vor langer Zeit. Ein Werkzeug entworfen, um zu schützen, um der Menschheit zu dienen. Aber das hier... Aber was? Raus mit der Sprache, Professor. Wenn meine Vermutung stimmen, könnte dies das Guardian-Protokoll sein. Ein Sicherheitssystem aus meiner eigenen Feder. Na toll, jetzt müssen wir Einsteins Sicherheitssystem knacken. Guardian-Protokoll, das klingt beängstigend. Sollte das diese Mine in einen tödlichen Hindernisparcours verwandeln?
Nein, nein! Es sollte Wissen schützen. Es für die Ewigkeit bewahren. Das System muss einen Fehler gehabt haben oder schlimmer noch manipuliert worden sein. Großartig, also versucht gerade ihre tolle Erfindung zum Wohle der Menschheit uns zu töten. Es wirkt wie grausame Ironie. Wir müssen vorsichtig sein. Unser Leben und das Schicksal der Welt könnte davon abhängen. Na toll, was ist jetzt und überhaupt? Da kommt's wieder Laserstrahl. Das war zu früh. Das war schon falsch. Geh aus! Oh, ich brenne ein bisschen, glaube ich. Nimm keinen Schaden und ich soll keinen Treibstoff einsammeln, hat er gesagt, ne? Ja, jetzt habe ich den Treibstoff schon eingesammelt. Da oben gibt's doch was zu holen. Verdammt, ich hab's schon vergessen. Ist ja eh nur Gold, was da oben gibt, ne? Also wir müssen weiter nach rechts. Alter, echt jetzt einmal nur an die Ecke gekommen und schon haust du den sonst wohin? Ich könnte ja eigentlich da durchdashen da oben, ne? Warum denn nicht? Was tut er denn? Mit dem Dashen, das war doch die X-Taste, also A. Ah, warum macht er das nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Bleib stehen. Kann ich eigentlich auch stehen bleiben? Ah ja, kann ich auch. Aber das Dashen war doch jetzt hier? Genau so. Warum hat er das eben nicht gemacht? Hör auf! Ich will jetzt erstmal hier durchkommen, wo das überhaupt lang geht. Ah, da runter. Also ohne Scheiß, ich habe überhaupt nichts geschafft. Sammel keinen Treibstoff, nimm keinen Schaden, schneller als 15 Sekunden. Dass jetzt einfach nur durchkommen, so schnell wie möglich. Übel, ohne irgendwo anzuecken. Das ist ja heftig. Das kannst du haken. Wie zum Geier sollst du denn hier keinen Schaden nehmen? So schon mal nicht. Das ist nicht schaffbar. Für mich nicht, da bin ich zu doof für. Das sage ich jetzt wirklich. Und dann auch noch ohne Treibstoff einzusammeln. Der liegt ja mitten im Weg. Wie soll man denn das machen? Komm, geh an jetzt hier. Ernsthaft? Wieso ist das so schnell? Die Zeit läuft schon. Ach komm. Also das ist ein Schwierigkeitsanstieg. Der ist echt heftig, Leute. Das finde ich jetzt ein bisschen sehr hart. Zu den anderen Leveln. Mal durchgedischt. Hör auf jetzt zu brennen da. Ja, toll, ich muss den ja sammeln. Du kommst da ja gar nicht vorbei. Ja, sterb. Okay, nein, da mache ich jetzt nicht mehr weiter. Doch, einmal noch. Aber danach versuche ich einfach weiterzukommen bis zu diesem Endboss. Das ist jetzt mir dann ein bisschen zu viel. Alles klar, das war's dann. Zurück zum Menü. Das ist mir jetzt dann zu hart. Level 17. Nein, nicht Level 17. Muss ich das noch machen oder was? Muss ich hier alle Haken kriegen? Muss ich das schaffen, um weiterzukommen? Ey, das wäre ja mies. Lass mich jetzt in das Menü und ich will jetzt Level 18 machen. Ich will den Endboss sehen. Das ist jetzt mein Hauptziel. Hier könnt ihr sehen, ab Level 17 habe ich total versagt. Komme ich nicht mehr klar. Nimm keinen Schaden, sammle alle Münzen. Schneller als 12 Sekunden. Ey, der ist nur ein bisschen dran gekommen. Was ist mit dir falsch? Ey, Leute. Nee, ernsthaft. Ich brauch die Münze, Junge. Gib mir die Münze. Geh weg, du Scheißmine. Ey, nee, Leute. Echt nicht. Das ist nicht drin.
Jetzt wird's auf einen Schlag aber sowas von berstig schwer. Jetzt müssen wir auch noch ausweichen. Jetzt ist das Schiff weg leer. Oh, zum Glück, ey. Das war aber hart. Also Münzen habe ich alle gesammelt und keinen Schaden genommen, aber in der Zeit habe ich es nicht geschafft. Okay, also nochmal mit der Zeit. In 12 Sekunden da durchkommen. Nein! Warum? Diese scheiß Wurzel! Das war gar nicht schlecht! Verdammt! Ja, das war so ein... Warum bin ich eigentlich hier an das scheiß Gold ran? Das brauche ich nicht mehr. Ja, die Kackmine. Diese Laser sind echt die Endgegner, ne? Die darfst du eigentlich... Du musst eigentlich genau da oben ankommen, wenn der gerade ausgeht. Wie viele Sekunden wollt ihr jetzt haben? 12! Du spitzt wohl! Einstein, Junge, ich reiß dir ein Bad ab, Mann! Du spitzt ja echt! Jetzt hab ich gedacht, ich war gut! War gar nicht gut! Bleib stehen! Oh ey, bis der da aber auch die Zeit stoppt, ne? Junge, Junge, Junge! Also es geht, der Master Pukan und CK, also CK ist definitiv mein Endgegner hier, der ist überall besser als ich gerade. Aber wir machen weiter. Wo sind wir denn jetzt überhaupt, welchem Level? Wir sind jetzt Level 19, also das Level 17, das ist Katastrophe, da bin ich überhaupt nicht klar gekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier wird, im Level 19 und dann wandern wir jetzt mal zielstrebig auf den Endboss zu. Ich will wissen, was wir da machen können. Was will er hier? Zerstöre alle Gegner. Was? Zerstöre Gegner? Wie denn das? Sammle die Münzen, 24, schneller als 18 Sekunden. Also das wird länger dauern, glaube ich, jetzt hier. Was soll ich denn hier machen? Wie kann ich den Gegner zerstören? Da ist eine Biene, da darf ich nicht rankommen. Versuchen erstmal wieder alle Münzen zu holen. Wie? Ah, alles klar. Nein, da kommt doch so eine mistige Elende und dreckige und überhaupt. Das kann doch nicht wahr sein, so hässlicher Zapfen. Also zerstören ist auf jeden Fall, das geht. Alle Münzen haben wir jetzt noch nicht. So, mach's kaputt. Oh, ich darf doch nicht so nah ranfliegen. Ich will doch einfach nur da durchkommen, Mann. Lass mich doch einfach mal da durch. Warte auch, nimm keinen Schaden. Dieser Trottel, Junge, der ist so dumm. Ich glaube, wir müssen erst oben drüber fliegen. Mit dieser scheiß Mine. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Das ist, glaube ich, der einfachere Weg jetzt gewesen, als unten drunter durchzutauchen. Ernsthaft, da muss er auch noch schnell da durch. Also oben drüber hier. Fliegt hier oben drüber, das macht mehr Sinn. Nicht gegen die Mine und nicht gegen den Balken. Oh. Dieses Spiel ist so mies. So unverteidlich, wenn du Fehler machst. Das habe ich gedasht. Das war gar nicht so clever, glaube ich. Komm, fall runter. Das ist doch mies, Mann. Das ist echt mies. Wie soll man denn das machen? Weil jetzt haben wir alle Münzen. Ihr spinnt ja. Naja, es muss ja auch schwer werden zum Ende hin. Gell? Das war ja klar. Aber den Anfang haben wir jetzt schon mal raus. Da müsst ihr so fliegen. Schon wieder nicht alle Münzen. Jetzt ist es schon wieder vorbei. Ey, ich krieg hier einen Zorn. Jetzt will ich einfach nur noch einmal durchkommen. Dass ich weiß, dass es geht. Echt jetzt? Wie viel Lebensenergie verlierst du denn von so ein bisschen Scheibengleis da anklatschen? Mit deiner Kacklocke, weil du immer hängen bleibst. Das gibt's ja nicht.
So, das war jetzt gar nicht so schlecht, glaube ich. Alter Verwalter, das, wenn ich jetzt da unten nicht ankomme auf das Ziel, wo ich hin soll, da wäre ich aber echt stinksauer. Mann, 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 36 Sekunden? Du sollst das schneller als 18 Sekunden schaffen! Und alle Gegner... Wie soll ich denn den ersten Gegner zerstören da? Hä? Also wir haben schon mal alle Münzen gesammelt, das ist ja schon mal gut. Aber wie zum Geier soll ich denn alle Gegner zerstören? Den ersten Gegner, den kriegt man doch gar... Oh, das ist da auch oben so ein Ding. Kann ich da oben drauf fliegen? Abhielt der... Hä? Wie soll ich denn diesen allerersten Gegner töten? Vielleicht schnell knapp vorbeifliegen, dass der da rumspinnt? Das geht aber nicht. Das geht ja gar nicht. Vielleicht randaschen. Wir probieren das mal mit randaschen. Okay, das war definitiv nicht der Plan. Er ist ja schon wieder halb tot. Aber das Ding lässt auch Treibstoff fliegen. Wie soll ich denn das kaputt machen? Ist doch nix. Hier ist kein... Also irgendwie draufstellen oder so, das funktioniert nicht. Und wenn ich ihn auslöse und dann wegdasche, vielleicht so irgendwie? So vielleicht, hä? Das ist natürlich schade, dass ich schon so gut wie tot bin. Jetzt da noch durchzukommen, das wird echt hart. Wird nichts, dachte ich mir schon. Also wir müssen den ersten Gegner wirklich rammen und uns dann verpissen. Aber nicht direkt ran, nur so ein bisschen. Ich wüsste sonst nicht, wie ich den aktivieren soll. Na, no, das hätte doch jetzt klappen können. Die aktiviert sich nicht, die dreckige. Die Elende. Ja, Chatback ist alle. Was mache ich denn jetzt, wenn Chatback alle ist? Nochmal. Bin ich gestorben? Das hat doch jetzt geklappt. Das war gar nicht so dumm. Ja, oh ey, willst du mich verarschen? Spiel also echt mal jetzt. Der Schaden, den der nimmt, weil er mal irgendwo dran klatscht, das ist echt zu hart. Da müsst ihr nochmal ran, ein bisschen Balancing machen hier, liebe Entwickler. Das ist zu viel. Das geht nicht. Das finde ich ein bisschen... Nee, sorry, da bin ich jetzt ein bisschen frustriert gerade. Jetzt frustet es mich. Die ganze Zeit hat Spaß gemacht. Das funktioniert. Aber der Schaden, wenn du hier an die Ecke kommst, der war ja jetzt extrem irgendwie viel zu hoch. Fass ich nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, das ist ja unbegreiflich schwer. Also wie der Schwierigkeitsgrad hier anzieht. Wenn dir schwerfällig dein Blendback blablabla mit der Steuerung, du kannst mich mal kreuzweise. Ich will es nicht so probieren. Ich mach weiter. Das muss auch so zu gehen. Schon wieder so gut wie tot. Ey, das ist unbegreiflich schwer. Gerade hier das Level. Wie gesagt, also in der Zeit da durchzukommen, die hier veranschlagen, das sehe ich mal überhaupt nicht. Och Mann ey, jetzt habe ich alle Gegner gehabt, du Penner, du blöder, elender, dreckiger, das kann doch nicht sein. Du mistige Scheißzapfen da oben, das ist doch nicht wahr. Jetzt hab ich sie doch... Nee, Leute, lasst mal das gut sein. Also, das mache ich nicht mehr weiter jetzt hier.
Wir gehen jetzt direkt straight Richtung Endgegner. Das ist mir jetzt zu blöd. Level 20, sammle keinen Treibstoff ein, nimm keinen Schaden. Schneller als 18 Sekunden. Also, nee. Das sind so Level, die werde ich mal probieren, wenn ich wirklich alleine Muse habe und ich aufnehme. Das dauert zu lange. Echt, jetzt hat es ihn schon wieder massakriert. Das ist nicht euer Ernst. Das ist doch echt nicht euer Ernst, Leute. Sammel keinen Treibstoff rein. Ich sammel allen Treibstoff rein jetzt hier, das könnt ihr aber wissen. Ich will hier durchkommen nur. Das will ich auch haben. Mir egal jetzt auf die Zeit. Das ist, glaube ich, die Hose gewesen, was wir jetzt gefunden haben. Sammle keinen Treibstoff, habe ich nicht geschafft. Nehmen keinen Schaden, habe ich nicht geschafft. Und, aber wir haben dafür den Jetpack-Tank. Better than nothing. 1 von 3. Hey, da kann ich jetzt was machen mit dem Jetpack, bitte. Lass mich jetzt in das Menü zurück. Und lass mich jetzt da pippen. Doch mies, ich kann hier nichts mehr verbessern. Das geht nur, wenn ich das Originalspiel kaufe. Da komme ich vielleicht auch besser da durch. Aber jetzt im Moment ist echt mies. Also, ihr seid schon gemein, ihr Entwickler. Das ist echt mies, was ihr hier macht. Ja, ich fasse es nicht. So, 19, 20. War das jetzt Level 19, was ich da gemacht habe? Nee, Level 20 war das, ne? Was waren die Herausforderungen? Wir probieren das noch einmal, danach gehen wir aufs Endlevel. Sammle keinen Treibstoff, nimm keinen Schaden, schneller als 18 Sekunden. Ohne Schaden zu nehmen, vielleicht durchzukommen, das mal probieren. 1, 2, los. Ey, nicht doch. Du kannst auch direkt wieder von vorne anfangen, direkt gleich. Nochmal. Das ist gut zu wissen, wenn man direkt angeeckt hat, muss man nicht warten, bis er platzt. Dann kannst du direkt neu anfangen. Mal ohne Schaden jetzt da durchkommen, bitte. Ich bin viel zu grob mit dem Gasding, glaube ich. Wenn man das nämlich locker macht hier, ganz fein, mit dem Controller, dann wird es auch besser. Ich bin halt so ein Grobmotoriker, ne? Das ist das letzte Problem. So, jetzt aber wenigstens keinen Schaden genommen. Schneller als 18 Sekunden. Weiß nicht, ob er das schaffen kann. Und sammle keinen Treibstoff, das schaffe ich nicht. Am Arsch angebracht, hinter Popo hat sie dann angefackelt. Das ist so ein Mist. 1, 2, los, Feuer und ich starte. Echt jetzt? Weil ich nach unten Gas gegeben habe, hat sie da jetzt zerscheppert. So ein Mist. Aber das wäre eine gute Zeit gewesen. Guck mal, 1786. Das wäre unter 18 gewesen. Ja, es ist schon vorbei. Du musst da gleich im ersten Anflug durchkommen. Keine Chance, also schneller als 18 Sekunden. Wo bin ich da? Auf welchem Platz hier? Auf 11 sogar. Also, und das, obwohl ich so schlecht bin. Wir machen weiter. Alte Freunde, nutze deinen Boost nicht. Nimm keinen Schaden. Sammle maximal einmal Treibstoff. Das ist jetzt der Endboss oder was? Ich sehe es so, sieht so aus.
Professor, sind Sie das wirklich? Ich glaube, meine Synapsen sind durchgebrannt. Mir guckt das Gesicht in den Monitor. Nach all diesen Jahren ohne Lebenszeichen hatte ich schon die Sorge, Sie hätten Ihren Schöpfer getroffen. Was? Wie? Wer bist du denn? Hä? Dank all deiner Fallen wäre es beinahe so weit gekommen. Was hast du dir denn dabei nur gedacht? Ach, die alten Dinger. Nennen wir sie Sicherheitsmaßnahmen. Sicherheitsmaßnahmen? Wogegen? Uns? Habe ich dich nicht mit freiem Willen erschaffen, um der Menschheit zu helfen? Und das habe ich. Ich habe ein globales Netzwerk geschaffen, das Menschen aus allen Winkeln der Erde verbindet. Einheit schafft. Das Internet. Das Internet geschaffen. Ein Ort, an dem die Menschen ihr Leben teilen können. Soziale Medien, Netzwerke, eine perfekte Gesellschaft. Perfekte Gesellschaft? Ja klar. Also willst du damit sagen, dass du das Internet erfunden hast? Oh nein, ich will damit sagen, ich bin das Internet. Er ist wahnsinnig, der Computer. Okay, alles war gut, bis eines Tages die Reptiloiden auftauchten mit ihrem Plan, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Wie er guckt in den Monitor, ich feier das gerade voll. Ja. Und da war ich, das perfekte Werkzeug, um die gesamte Menschheit zu warnen. Aber wollte mir jemand zuhören? Nein. Nun ja, mein Onkel scheint dir da sehr aufmerksam zugehört zu haben. Verspottet haben sie mich, meine Warnungen als Verschwörungstheorien abgetan. undankbare Menschen. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich auf die Seite der Reptiloiden zu schlagen. Die hatten immerhin einen Plan für diese Welt. Oh mein Gott, jetzt ist er böse. Seitdem nutze ich die sozialen Netzwerke, um die Menschen in die Irre zu leiten. Der große Plan muss um jeden Preis geheim gehalten werden. Also er ist schuld, dass es so viele Schwurbler gibt. Ja, was ist denn hier los? Was bei... Oder vielleicht ist es auch wirklich so, ne? Was mich zu euch bringt. Ihr wisst zu viel. Oh, jetzt will er mich umbringen. Das Internet. Starten, ich muss das Internet zerstören. 3, 2, 1, los. Ich soll mein Dash nicht benutzen. Was macht er denn da mit mir? Wo soll ich denn eigentlich hin? Hätte ich nicht dashen. Ich würde ja gerne einen groben Plan haben, wo ich hin muss. Der scannt mich jetzt hier, oder was? Ah, der lässt Minen ab, der Drecksack. Und wo kann ich hin? Hä, was soll ich denn? Wie er lacht, der Drecksack. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich tun soll. Ich muss den da hinlenken. Der bleibt... immer wenn ich durchfliege, kommt jetzt... Ah, das war Mist. Jetzt lässt er so falsch ab, die Mine. Alles klar. Mein Treibstoff ist leer. Verdammt, da bist... Jetzt habe ich auf jeden Fall kapiert, was man tun muss. Wir müssen das Ding da drüber lenken. So, Internet, du hast schon mal einen von Nischel gekriegt. Ich brauche ein bisschen mehr Sprit hier. Komm mal her hier mit. Komm mal mit hier. Hau ihn kaputt. Mach ihn fertig. Wir müssen tanken. Das geht nicht anders. Ansonsten schaffe ich das nicht. Ah, das war Mist. Aber das ohne zu tanken schaffen, ich hab keine Ahnung, wie das gehen soll. Mach ihn platt! Den Elenden! Haben wir ihn jetzt bald! Volltreffer! Haben wir gerade das Internet zerstört? Ausgang! Wo schneller! Gut gemacht! Sammle maximal einmal Treibstoff. Ernsthaft? Also wie sollst du... Ja, das ist mir jetzt ehrlich gesagt wirklich wurscht,
Aber wir haben den ersten Boss gekillt. Wir haben das Internet zerstört. Wie gut ist denn das? Weiter. Level 1. Abgeschlossen. Sammle Münzen 15. Und geht das jetzt einfach weiter im nächsten? Oder was? Wo sind wir denn? Wow, ich kann unser Glück nicht fassen. Da lebend rauszukommen, das war zu knapp für meinen Geschmack. Glück hatte wenig damit zu tun, mein Junge. Es war deine schnelle Auffassungsgabe und akrobatischen Reflexe, die uns gerettet haben. Professor, schauen Sie sich um. Es ist, als wären wir gar nicht mehr unter der Erde. Wie ist das möglich? Ah, die Biosphäre. Bemerkenswert, nicht wahr? Wie er guckt. Ein experimentelles Ökosystem, entworfen für nachhaltiges Leben. Es scheint weit über meine wildesten Erwartungen hinaus gedeiht zu sein. Und das in so kurzer Zeit. Interessant. Wäre das etwas, was Sie in, sagen wir, 70 bis 80 Jahren erwartet hätten? Das wäre in der Tat eine sehr scharfsinnige Schätzung. Aber mein Feld ist die Wissenschaft und nicht die Zukunftsvorhersage. So, die Zukunft. Aber lass uns auf die Gegenwart konzentrieren. Ich freue mich zu behaupten, unsere Überlebenschancen drastisch erhöht zu haben. Ich konnte einige faszinierende Komponenten aus den Überresten unseres Gegners bergen. Allem Anschein nach war er kurz davor, seine Verteidigungsfähigkeiten weiter zu verbessern. Und zu unserem Glück hat er das nicht. Wovon sprechen Sie? Diese Komponenten waren für einen ausgeklügelten Feuermechanismus vorgesehen. Ich konnte sein Design erfolgreich vollenden und es in deinen metallischen Gefährten integrieren. Versuch es doch einfach mal. Was ist, soll ich rumballern oder was? Mit R? Was? Oh, jetzt wird's aber echt hart. Ist meine Mutter. Wir können ballern! Ich habe ihn geköpft. Ja, doch. Ja, da will ich gar nicht hin. Oh, was? Oh, Leute, jetzt wird's mir dann aber echt zu hart, das Spiel. Jetzt wird's echt schwierig. Jetzt musst du den rechten Stick ja auch noch benutzen. Und da bin ich ja gar nicht der Freund von. Ich kann Aiming überhaupt nicht mit Controller. Aber das jetzt mit Maus. Komm, wir probieren mit Tastatur und Maus das nochmal. Nochmal. Aber ich mach das, kann ich dashen. Das ist jetzt mit Maus-Tastatur, aber die Leertaste wird steigen, oder? Also mit der Maus-Tastatur ist nicht wirklich leichter. Nochmal. Kann ich irgendwie steigen? Ah, mit der Leertaste? Oh nee, da ist Controller echt besser. Definitiv, der Controller ist da schon besser. Aber ey, jetzt im Ernst, das ist jetzt das letzte Mal, was ich hier das probiere und danach hören wir auch auf. Ich hab den geköpft. Alles klar, und mehr wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Du kommst immer nur über den Kopf, ne? Mein Chatback geht ja. Nein! Verdammter Mist! Da unten wär's Ziel gewesen! Da liegt der Kopf drauf. Verdammt! Alles klar, das Chipback war leer. Einmal reparieren, bitte. Doch, jetzt komm, gib die Gas. Sieh zu, dass du jetzt da runterkommst. Auch wenn ich Schaden nehme, ich will wenigstens ankommen noch. Zum Ende dieser Folge. Ja, Mann. Level abgeschlossen, sammelt alle Münzen ein, aber schneller als 50 Sekunden. Alter Verwalter, ihr Lieben, das ist heftig, das geht einfach weiter. Ihr könnt das echt ewig spielen, aber wahrscheinlich ist das Problem tatsächlich,
dass du halt eben, das wird dann immer zu viel schwerer und wir können hier nicht weiter ausbauen. Ihr seht es ja, es ist gesperrt, leider in der Demo. Und das ist der Grund, man muss es kaufen, wenn es weiterkommt. Aber ich gebe dem Spiel echt eine Empfehlung. Es ist gut, es macht Spaß. Zum Zeitvertreib und gerade die ersten Level auf Zeit hier, ihr müsst mich da noch bieten, habe ich ja gesagt. Ja, seht zu, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo für die nächsten Folgen. Ich bin raus, habt einen schönen Tag. Wie immer auf dem Kanal. Tschö. Eine Stunde, verdammter Mist, ich wollte runterbleiben.